Was geht ab, ihr Zocker? Sag mal, seid ihr auch in letzter Zeit so von diesen großen Herstellern ein bisschen enttäuscht? Ich meine, FIFA kriegt ja irgendwie mit Momentum alles weg und dem ganzen Footdraft und Food Challenge. Ich kenne mich da nicht so aus, also ich zock's auch nicht so. Ich zock nur Karrieremodus da. Bin ich auch froh drüber. Dann haben wir COD mit Skill-Based Matchmaking. Wir haben Assassin's Creed Valhalla und CD Projekt Cyberpunk, die eigentlich ganz hoch gehypt worden sind von größeren Herstellern. Und wenn wir mal ehrlich sind, sie waren noch nicht fertig. Wie gesagt, das sollen keine schlechten Spiele an sich sein. Man merkt einfach nur, da hätte ein bisschen mehr Entwicklungszeit gut getan. Ich bin jetzt keiner von diesen Leuten, die so sagt. Nein, Mann, ich spiele nicht mit dir Stein, Schere, Papier. Du hast einen Popel am Finger. Muss man direkt haten, weil es AAA-Spiele sind. Und da, finde ich, kommen dann immer schön die kleinen Hersteller und hauen dann richtig schöne, feine Klassiker raus. Oder Spiele, die vielleicht das Potenzial haben, richtig groß zu werden und dann nachher zu enttäuschen. Und das Spiel, wozu ich euch jetzt so eine kleine Info geben will, ist einfach mega geil. Also mir gefällt es richtig gut so vom Spielprinzip. Es ist mal was Frisches, was Neues, nicht so dieser 0815-Brei. Und es heißt... Das Schöne, was ich jetzt wirklich hieran sagen kann, es ist wirklich kein großer Publisher im Spiel. Kein EA, kein Activision, kein Blizzard und vor allen Dingen kein EA. Das ist schon mal das Schöne daran. Das heißt, es ist ein mittelständiger Publisher und das ist Focus Home Interactive. Und wer die Leute nicht kennt oder beziehungsweise das Entwicklerstudio, dem kann ich nur sagen, die Landwirtschaftssimulator-Teile 19 und 20 gehen auf denen ihre Kappe. Es geht SnowRunner auf denen ihre Kappe, also Simulatoren. Dann haben sie noch mit Vampire und Greedfall so RPG-Sachen gemacht, auch mega cool, geil gemacht. Und Story Games, die können die Guten auch. A Plug and Tale ist da das gute Beispiel. Wer das Spiel nicht kennt, der soll mal bei Game-O-Mat vorbeischauen. Da gibt's ein alles falsch zu. Ist auch mega lustig. Und das Spiel war ja auch ein leichter Überraschungshit. Das heißt also, die kennen sich wirklich mit guten Spielen aus. Und der Entwickler dazu ist Sumo Digital. Und Sumo Digital hat an Little Big Planet 2 und 3 mitgewirkt. Hitman 2 und Forza Horizon 4 sind auch alles Titel, von denen man schon gehört hat, oder? Und da wir uns jetzt hier um den ganzen informativen Kram gekümmert haben, den sowieso keinen juckt, kommen wir zu dem Gameplay bzw. zum Game selber. Hood, Outlaws und Legends, was ist das überhaupt? Nun, um es ganz einfach zu erklären, das ist ein 4 gegen 4 PvP gegen PvE Bots Gameplay. Ja, könnte man nicht schlechter unterschreiben. Cut! So, jetzt machen wir es nochmal einfacher. Es gibt zwei Viererteams aus Spielern und die müssen versuchen, den Bots den Schatz zu klauen, beziehungsweise dem König der Bots, was weiß ich. Es sind dann so Heist-Mission-Gameplays und das könnte ziemlich spannend werden. Man spielt gegeneinander, gegen den Bot und gegen ein Team. Und dieses Spielprinzip hatten wir auch schon bei Hunt Showdown und das macht Hunt ziemlich einzigartig und eines der besten Shooter, die wir momentan haben. Und jetzt kommen wir zum schönen Teil. Es gab keinen nennenswerten Hype um das Spiel. Es gab kaum Infos. Ich wollte schon mal ein Video dazu machen, aber... Wo keine Infos sind, da kannst du auch nichts holen. Jetzt haben wir einen Charaktertrailer zum Ranger bekommen, der an Robin Hood angelegt ist. Und wir werden den jetzt mal nach und nach ein bisschen einspielen. Anhand des Trailers können wir schon mal sehen, dass der Ranger natürlich ein Fernkämpfer ist. Das heißt, sein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, Gegner aus der Ferne zu killen oder halt Support-Aktionen durchzuführen. Und was genau meine ich damit? Ich meine damit Leute, die man auf erhöhten Positionen erledigen kann, wo euer Team ein bisschen länger braucht als ihr. Ist ja wohl logisch, wenn ihr der einzige Fernkämpfer im Team seid. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wenn wir gegen andere Spieler spielen und wir haben einen Nahkämpfer, der vielleicht auf den Bogenschützen geht oder auf andere, whatever, kannst du die einfach abknallen von hinten und so Druck erzeugen oder vielleicht selber den Kill machen. Da wir jetzt die Aufgaben vom Ranger haben, kommen wir zu den Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist im Endeffekt das Pingen oder Scouten. Er kann Gegner pingen und die ganze Mannschaft sieht dann, wer das ist, wo der ist und die haben dann so einen kleinen Bezugs- oder Orientierungspunkt. Als Gadget benutzt er dann eine Blitzbombe. Die Blitzbombe benutzen wir dann, um entweder vor Gruppen abzuhauen oder wir benutzen die, um vielleicht für einen oder anderen Überraschungskill zu sorgen. Und die ultimative Fähigkeit vom Ranger liegt dann im Tracker-Pfeil. Im Stack-Pfeil. Wenn ihr den Stack-Pfeil nämlich an einen Gegner anheftet, wird um seine Fläche herum eine kleine Explosion erzeugt und wir können damit Flächenbrand oder beziehungsweise Flächenschaden erzeugen. Und was mir jetzt am Trailer-Material aufgefallen ist, der Ranger ist ein Charakter, der nicht blocken kann. Der kann nur ausweichen. Was bedeutet, dass er im Nahkampf
nur bedingt vielleicht gut ist. Und mir gefällt es natürlich, wenn Charaktere feste Rollen haben und die nicht einfach so ausbrechen können. Das macht das Spiel schon wieder mega sympathisch. Und mal gucken, ob die diesen Stil auch beibehalten, wenn wir die anderen Charaktere mal sehen. Das bedeutet, der Ranger ist wirklich nur für Fernkampf, Unterstützung, Ablenkung kannst du mit ihm auch noch machen. Dafür ist er so zuständig. Und ich kann mir vorstellen, noch für Stealth, weil Stealth-Kills sind auch ein mega gutes Element in diesem Game. Da wird er mega wichtig sein und so seine Rolle finden. Wenn ich mir beide Trailer so beim Gameplay angeguckt habe, sind mir auch verschiedene Sachen aufgefallen. Also man merkt, das Spiel hat sowohl Action als auch Stealth-Games. Man munkelt so ein bisschen, das ist so eine Mischung aus For Honor und Assassin's Creed. Würde ich auf jeden Fall feiern, gerade wenn das vom Ubisoft-Spiel gut übernommen und umgesetzt worden ist. So, wir haben Möglichkeiten, im Endeffekt mit einem Pfeil Passagen für unsere Mitspieler zu machen. Ne, dann haben wir noch hier den großen, starken Schmied gesehen, oder wir werden auch sehen, wie er heißt, ne, der das Tor hochhebt und uns so einen Weg frei macht. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, an so ein Gameplay heranzugehen. Wir haben Multiplayer-Gefechte, damit man wirklich nicht nur diese stumpfen Heißdinger hat und wirklich auch Abwechslung bietet. Wir haben ein Level-Up-System, wir können Perks für unsere Charaktere freischalten und, und. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So Heist-Missionen sind sowieso generell geil und wenn da noch der Multiplayer-PvP-Aspekt reinkommt, das hört sich bis jetzt wirklich nach einem geilen Spiel an. Jetzt ist nur noch die Frage, wie viel kostet das gute Game? Und da kommen wir jetzt auch zu einem geilen Preis. Das Spiel kostet einfach in der Standard-Edition 30 Euro und 50 Euro mit der PS5-Edition, wenn ihr so diesen Season Pass oder Battle Pass mit Stufe für so das erste Jahr kauft. Das ist doch auch mega geil, ne? Das heißt, das Spiel ist auch wirklich zugänglich und ist wirklich nicht wirklich expensive dafür, dass da wirklich, es ist innovativ, sagen wir so wie es ist, ne? Es ist wirklich was Neues und nicht so dieser AAA-Einheitsbrei. Was haltet ihr jetzt von Hoods, Outlaws and Legends? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel schon mal mega geil. Es hat Stealth, es hat Action, es hat wahrscheinlich Charaktere, die nicht krass ausgebaut werden können, aber trotzdem irgendwie eine Änderung haben mit den Perks. Finde ich gut. Und wir haben natürlich wirklich Charaktere, die einzigartig sind fürs Gameplay. Das heißt, jeder ist wichtig und man kann nicht wirklich drauf auf irgendeinen verzichten. Wenn du auf was verzichtest, kannst du bestimmte Aktionen nicht ausführen. Und das könnte, wie gesagt, interessant werden, auch im Teambuilding. Ihr könnt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare reindöggeln. Ich sag jetzt nochmal tschüss, bis dann und hab noch viel Spaß beim Zocken.